Hallo, liebe Freunde der maritimen Lebensart. Wenn Sie jetzt nicht sofort von Bord gehen bzw. wegschalten, dann werden Sie wohl für die nächsten 15 Minuten bei uns bleiben müssen. Denn erst einmal an Bord kommen Sie so schnell nicht wieder runter. Denn wir beginnen unseren kulinarischen Reigen mit einer kleinen, feinen Kreuzfahrt auf einem besonderen Schiff mit einer wechselvollen und sehr spannenden Geschichte. Und zwar, gebaut wurde es 1946 als Passagierschiff Stockholm. Und da es heute noch fährt, wenn auch unter anderem Namen, ist es das am längsten im Dienst befindliche Transatlantikschiff der Welt. 10 Jahre später, 1956, kollidierte die Stockholm mit dem italienischen Luxusliner Andrea Doria auf dessen Fahrt nach New York. Und von wegen, alles klar auf der Andrea Doria, denn während die Stockholm mit Schäden am Bug davonkam, bekam die große Andrea Doria Schlagseite und sank. 46 Menschen starben, 1660 konnten aber Gott sei Dank gerettet werden. 1960 kam das Schiff dann in den Besitz der Deutschen Demokratischen Republik und war bis 1985 unter dem Namen MS Völkerfreundschaft als Einklassenschiff für den FDGB unterwegs. Ja, es war sozusagen das DDR-Traumschiff. Danach wechselte es wieder die Besitzer, fuhr auch mal für Neckermann Seereisen und war zuletzt bekannt als MS Athena. Mittlerweile wurde es renoviert, veredelt und aufgehübscht und fährt nun unter portugiesischer Flagge. Vor wenigen Wochen ging es unter seinem neuen Namen MS Azores auf Jungfernfahrt entlang der westeuropäischen Sonnenküsten und wir waren mit dabei und haben entsprechend viel zu berichten. Man sagt, wer seine erste Kreuzfahrt erlebt hat, wird zukünftig nicht mehr anders reisen wollen. Denn eines ist wohl wahr. Eine Kreuzfahrt ist die wohl schönste Art zu reisen. Mit dem Komfort eines Hotels und den Eindrücken vergnüglicher Seetage und erlebnisreicher Landgänge. Stets wechselt der Horizont. Es geht zu ausgewählten Orten und zu den schönsten Plätzen der Welt. Für die fast 60 Jahre alte MS Azores war es die erste Fahrt nach einer monatelangen Renovierungs- und Umbauphase. Somit die Jungfernfahrt von Lissabon entlang der westeuropäischen Sonnenküsten bis nach Bremerhaven. Der stolze Liner gehört einer portugiesischen Reederei, fährt aber unter der Leitung des Berliner Kreuzfahrtunternehmens Ambiente. Die Bordsprache ist Deutsch und das Personal bestens geschult. Über 250 Crewmitglieder aus 20 Nationen kümmern sich um die maximal 550 Bordgäste. Die Anzahl der Passagiere ist also überschaubar und allein das macht sich im Bordalltag positiv bemerkbar. Reisen mit persönlicher Note lautet ja auch das Credo des Veranstalters und es bedeutet in erster Linie, dass der Gast hier noch Mensch und keine Nummer ist. Die MS Azores ist ein Traditionsschiff, wie man es heute nur noch selten auf den Weltmeeren findet. Ich bin begeistert, weil ich jetzt auch hier in Fahrt erlebe, wie dieses Schiff ruhig im Wasser liegt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für ein Schiff. Wir fahren zurzeit fast Höchstgeschwindigkeit. Es ist ein wirklich ganz angenehmes Fahren. Und was mich an diesem Schiff begeistert, ist wirklich der ganze Schiffsaufbau mit diesen Teakholz-Decks, mit diesen Freiflächen, die wirklich groß und großzügig sind, mit den freien Blicken, mit dem Rundumlauf, den auch die Gäste sehr mögen. Denn wenn man zum Beispiel in Norwegen durch die Fjorde fährt, ist es nichts schöner, als dass man wirklich auch um das Schiff herumlaufen kann, entsprechend der Position, wo ich am besten sehen kann. Also das ist einfach ein Schiff. Ja, ein Schiff, das genau das bietet, was viele kreuzfahrterfahrene Gäste mittlerweile bevorzugen. Eine überschaubare Größe, eine familiäre Atmosphäre, einen aufmerksamen Service sowie eine viel gelobte Qualität der Bordküche. Dazu faire Nebenkosten an Bord und eine gemeinsame Tischzeit. Und noch etwas ist für manche Gäste ein entscheidendes Kriterium. Und auch noch, wenn man draußen sitzt und das Wasser sieht und riecht und einfach mitten auf dem Meer ist. Es hat was. Man ist näher dran. Ja, man ist einfach draußen und im Meer und weiß, ich bin auf dem Schiff. Das ist schön. Man ist Teil der Natur und das erlebt man auch, wenn es mal etwas stürmischer ist. Die MS Azores ist zwar ein betagter Liner, aber einer mit neuem Gewand. Vieles wurde gründlich renoviert und verbessert, wobei aber das Flair der guten alten Zeit erhalten blieb.
Genau das macht ja auch den besonderen Charme dieser stolzen Lady aus. Die elegante Inneneinrichtung glänzt heute mit edlen Materialien wie Marmor, Glas, Holz und Messing. Die drei Außendecks samt umlaufender Promenade sind teilweise mit Teakholz belegt und bieten viel Platz und ausreichend viele Liegestühle zum Entspannen und Sonnenbaden. Die frühmorgendliche Handtuchreservierung ist hier also unüblich, weil überflüssig. Das Einklassenkonzept der früheren MS Völkerfreundschaft mit Hochbetten in allen Kabinen ist einem System unterschiedlicher Standards gewichen, von komfortabel bis anspruchsvoll. Zur Standardausstattung gehören Bordradio und Satellitentelefon sowie der Empfang deutscher und internationaler Fernsehprogramme. Von den ca. 200 Außenkabinen verfügen alle über Minibar, Safe und Seeblick, einige auch über Jacuzzi-Wannenbäder und die größeren und exklusiveren Penthouse-Suiten auf dem obersten Kabinendeck zudem über nicht einsehbare Balkone. Noch vor dem Ablegen des Schiffes wurde die gesamte Passagierschaft von einem lauten Alarm aufgeschreckt. Es ist das Signal für die vorangekündigte Seenotrettungsübung mit Teilnahmepflicht für alle Passagiere und die gesamte Crew. Dauert aber nur wenige Minuten und schenkt allen Gästen das gute Gefühl, auf einem sicheren Schiff zu fahren. Es folgt eine erste Orientierung über die Aufteilung der insgesamt 7 Innen- und Außendecks, sowie über die zahlreichen öffentlichen Bereiche mit mehreren Bars, einer Duty-Free-Boutique, einem Wellness-Bereich mit Sauna, Fitnessraum, Massagen und Friseur. Zudem gibt es ein Kino, eine Bibliothek und für alle Fälle ein Bordhospital. Freunde guter Zigarren und hochwertiger Spirituosen treffen sich im Captain's Cigar Club und Nachtschwärmer zum Abtanzen im separaten Beat Club. Und wer richtiges Geld verlieren oder auch gewinnen möchte, der kann sein Spielglück im Spielcasino am Roulette- oder Blackjack-Tisch bzw. an zahlreichen Slot-Machines herausfordern. Wem aber grundsätzlich das Glück im Spiel nicht hold ist, der kann immer noch auf das in der Liebe hoffen. Finden sich doch unter den zahlreichen Passagieren gewiss auch alleinreisende Herren bzw. die eine und andere attraktive Dame. Der geregelte Bordalltag mit gemeinsamen Mahlzeiten und allerlei Bordaktivitäten führt also nicht selten zu einer netten Bordbekanntschaft, mit der man sich dann zu gemeinsamen Ausflügen verabreden kann. Diese geführten Landgänge sind vom Reiseveranstalter wohl durchdacht und gut organisiert. Versierte Lektoren, wie der promovierte Geograf Kai Bold, informieren vorab an Bord mit interessanten Bildvorträgen über die Ausflugsziele und geben wertvolle Tipps. Alle Exkursionen sind somit bestens vorbereitet und beginnen in der Regel mit einer Stadtrundfahrt in komfortablen Bussen, die meistens direkt am Schiff die Ausflügler einladen. Für gehbehinderte Passagiere ein großer Vorteil. Während der etwa 2- bis 3-stündigen Ausflüge informieren ortsansässige Reiseführer in deutscher Sprache über die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten und führen zu versteckten Orten, die normale Touristen kaum finden. Außer die Japaner natürlich. Wer sich nicht den Gruppenausflügen anschließen, sondern Land und Leute lieber auf eigene Faust entdecken möchte, der geht mit seiner bezaubernden Bordbekanntschaft eigene Wege. Zunächst durch die wunderschöne Stadt Lissabon bummeln, dann hinauf auf bunte Burgen und auf stolze Festungen und schließlich entlang der portugiesischen Küste mit der Entdeckung verträumter Badeorte und der Einkehr in ein feines Fischrestaurant direkt am Meer. Zurück an Bord darf man sich dann auf die bordeigenen kulinarischen Highlights freuen, und zwar in gleich 3 Restaurants. Einem großen à la carte Restaurant, einem Buffet-Restaurant mit Zugang zum Außendeck und einem kleinen, exklusiven Steakhouse für den verwöhnten Fleischesser. Mittag und Abendessen werden in einer Sitzung, wie es in der Fachsprache heißt, eingenommen. Das heißt, alle Passagiere haben eine gemeinsame Tischzeit. Manche wünschen sich einen Tisch für sich allein, andere schließen schnell Bekanntschaft in größerer Runde. Der Service ist schnell und kompetent und die servierten Speisen erfüllen durchaus die Ansprüche verwöhnter Gaumen.
An der MS Azores zeigt sich, dass es eben nicht die pure Größe ist, die den Wert und den Charme eines Schiffes ausmacht. Es sind vielmehr die vielen kleinen Details, die alles zu einem harmonischen Ganzen fügen. Meine Erfahrungen mit Kreuzfahrtschiffen sind nicht so umfangreich, aber ich war hier sehr angenehm überrascht. Erstmal ist die Größenordnung des Schiffes für mich sehr angenehm, weil es überschaubar ist, weil es nicht so riesig groß ist, dass man sich verläuft. Und das, was man daraus gemacht hat, von der Einrichtung her, von der Ausstattung her, ist wirklich so geschmackvoll, dass es für mich sehr, sehr ansprechend ist und ich mich hier wahnsinnig wohlfühle. Wir haben eine wunderschöne Kabine, wir können am Service keine Kritik üben und das Personal ist so freundlich und nett, dass man sich ringsherum wohlfühlt die ganze Woche lang. Auch wenn man mal mit Seekrankheit zu tun hat, wird man liebevoll betreut und kommt schnell drüber weg. Wenn dann nach einem erlebnisreichen Tag die Sonne im Meer versinkt, irgendwo zwischen Lissabon und Santiago de Compostela, steht man an der Reling und schickt seine Gedanken auch auf Reisen. Oder man freut sich einfach nur auf einen gehaltvollen Sundowner an der gut bestückten Bordbar, bevor dann die Abendunterhaltung beginnt. Der Höhepunkt der abendlichen Veranstaltungen ist natürlich das wöchentliche Gala-Dinner. Beim Gang ins Restaurant defilieren alle Paare am Bordfotografen vorbei für einen Schnappschuss im schicken Gewande. Ein solches Fotodokument mochte dann auch der alleinreisende Berichterstatter in sein Reisetagebuch einheften mit der Notiz mit Tanja aus Mannheim auf der MS Azores. Nur ein paar Schritte weiter begrüßt dann auch noch Kapitän Philippe Sousa jeden Gast mit Handschlag und ein paar warmen Worten. Dieser erinnerungswürdige Moment wird natürlich auch vom Bordchronisten fotografisch festgehalten. Die Frage des Schwerenöters aus Berlin, ob denn der Captain in dringenden Fällen auch eine Spontanvermählung durchführen würde, wurde von Tanja aus Mannheim mit einem gezischten Unterstehdig unterbunden. Sodann wurde uns die Ehre zuteil, zusammen mit Stammgästen und anderen VIPs am Captain's Table zu sitzen. Der Wein war erlesen, das Essen delikat und das Dessert, naja, das durfte zunächst beklatscht werden beim spektakulären Einmarsch der funkensprühenden Eistorten à la Traubschiff. Während des Dinners überraschte eine mitreisende Dame aus Berlin den Ambientechef mit einer Originalspeisekarte der MS Völkerfreundschaft, in der kulinarisch verwöhnte Kreuzfahrer von heute mit wohligem Schauder lesen konnte, dass am 25. Juni 1975 zum Mittagessen eine gedämpfte Heilbuttschnitte nur auf ärztliche Anordnung serviert werden durfte und zum Abendessen eine gemischte Wurstplatte mit Rollmops, Eiersalat, verschiedenen Brotsorten und Pfefferminztee. Der mutige Vorschlag des Berichterstatters, anhand dieser Menükarte doch auch mal einen kulinarischen Nostalgieabend aller Völkerfreundschaft zu veranstalten, stieß bei den mitreisenden und mitessenden Passagieren auf wenig Verständnis. Genau genommen auf gar keins. Stattdessen schlenderten die Genussmenschen lieber nochmal rüber ans Gala-Buffet, um sich dort zum wiederholten Mal ein Scheibchen Spanferkel abschneiden zu lassen oder am Dessert-Buffet ein großes Stück Sahnecremetorte. Das anschließende allabendliche Unterhaltungsprogramm in der großen Show-Lounge ist anspruchsvoll und abwechslungsreich mit bekannten deutschen und internationalen Künstlern. Von landestypischem portugiesischem Fado-Gesang über deutsche Comedy mit dem Kabarettisten Michael Senz bis hin zu sangesstark vorgetragenen Opern- und Operettenmelodien, begleitet von Solomusikern und der bordeigenen Allegro-Band. Wer noch immer dem überholten Klischee anhängt, dass eine Kreuzfahrt eine ziemlich schnarchige Unternehmung müder Rentner sei, der wird zu später Stunde in der Borddisco mit dem bezeichnenden Namen Beat Club eines Besseren belehrt. Zu der Musik von den Rolling Stones und anderen Giganten der 70er Jahre hotten hier die Best-Ager wie in ihren besten Teenager-Zeiten. Und ein jung gebliebenes Pärchen zeigt dann auch mal den anderen Passagieren, wie man selbst nach einem ausgedehnten Landgang spät in der Nacht noch einen veritablen Rock'n'Roll auf die Tanzfläche legt. Wenn die Nacht vorbei ist und die Sonne wieder aufgeht, fährt das Schiff in einen anderen Hafen ein.
Und dann beginnt erneut ein erlebnisreicher und erholsamer Tag an Land und an Bord der MS Azores. Ein guter Moment, um einmal die ersten Tage an Bord Revue passieren zu lassen. Erst recht für eine Passagierin, für die es die allererste Kreuzfahrt ist. Ja, die Jungfernfahrt auf der Jungfernfahrt sozusagen. Und wie hat es Ihnen gefallen? Sehr gut. Also es wird mit Sicherheit nicht meine letzte Kreuzfahrt sein. Und wahrscheinlich sogar auf diesem Schiff, weil ich muss sagen, ich habe mich hier sehr sicher gefühlt. Ich habe gehört, es hat eine besonders gute Wasserlage und ja, das hat mich sehr beruhigt, weil ich Angst vor Seekrankheit hatte. Und nette Mitreisende? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Doch wirklich, ich habe mich sehr wohl gefühlt, bin freundlich aufgenommen worden von wildfremden Menschen. Also man kann prima eine Kreuzfahrt als Alleinreisender machen. Ob nun allein oder zu zweit oder mit ein paar Freunden. Eine Kreuzfahrt mit der stolzen MS Azores ist immer ein erinnerungswürdiges Erlebnis. Unterwegs zu sein mit der Sonne des Südens oder dem Zauber des Nordens. Wir haben außerdem sehr interessante Ostseereisen, und zwar genau zu den Weißen Nächten fahren wir nach St. Petersburg, bleiben dort auch dann 2 Tage. Und auf der Reise bis nach St. Petersburg werden wir auch Königsberg noch besichtigen können. Das heißt, wir planen unsere Routen immer etwas speziell, um unsere Schiffsgröße entsprechend einzusetzen, dass wir auch mal vielleicht in den einen oder in den anderen Hafen hineinfahren, wo einfach ein kleineres Schiff dort geeigneter ist. Stilvoll reisen mit einem kleinen Schiff und dabei die Langsamkeit des Seins und sich selbst entdecken. Mit Genuss und Komfort der besonderen Art. Auf der schönen MS Azores, dem klassischen Liner von Ambiente Kreuzfahrten aus Berlin. Ja, unverhofft kommt oft auf so einer hübschen kleinen Kreuzfahrt. Die nächste Fahrt der schönen MS Azores geht übrigens nach Mannheim. Nein, nach England, Schottland und die norwegischen Fjorde. Und dann nach Mannheim. Am besten Sie informieren sich über diese Internetadresse. So, und bevor ich mir jetzt weitere freudsche Versprecher leiste, folgen jetzt ein paar Versprechungen der kulinarischen Art in unseren gastronomischen Kurztipps. Und danach berichte ich von einem Restaurantbesuch, bei dem meine Tischdame nach dem Essen von einem Tanzzwang erfasst wurde. Ich nicht, aber trotzdem sehenswert. Tauro, das große spanische Grillrestaurant auf dem Pfefferberg. Allerbeste Steaks und anspruchsvolle mediterrane Küche in einem einzigartigen Ambiente. Mit 2 Restaurants, Kaminzimmer, Delikatessengeschäft und Cocktailbar. Und ab sofort wieder der beliebte Jazzbrunch mit Les Belles du Swing aus Berlin. Die derzeit beste Damen-Swing-Band in Deutschland. Jeden Sonntag ab 11 Uhr in Tauro. Großer Jazzbrunch auf 3 Etagen und der Sommerterrasse. All you can eat in Top-Qualität mit erstklassiger Live-Musik. Reservieren Sie rechtzeitig in Tauro, dem spanischen Erlebnisrestaurant auf dem Pfefferberg. Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Tauro muss man gesehen haben. Alle feinen Genüsse Asiens unter einem Dach. In Choose 5, Berlins größtem und modernsten Asia-Buffet-Restaurant in der 1. Etage des Moabogen in Moabit. Hier finden Sie alle Spezialitäten der 5 großen asiatischen Landesküchen: China, Thailand, Japan, Vietnam und Mongolei. Wählen Sie selbst aus über 200 verschiedenen Speisen und Zutaten, ob traditionelle oder exotische Köstlichkeiten, Sushi und Dim Sum, knusprige Ente, Edelfische, Meeresfrüchte, Lamm und Rinderfilet. All you can eat für nur 15,90 Euro vom großen Erlebnisbuffet mit Showküche von 17.30 Uhr bis 22 Uhr oder nur 8,90 Euro beim werktäglichen Mittagsbuffet bis 16.30 Uhr. Kreieren Sie Ihre eigene Speise, so oft Sie wollen, und entdecken Sie immer wieder etwas Neues. Chinesische Meisterköche kochen auf hohem Niveau, auch à la carte, preiswert und sehr gut und garantiert ohne Glutamat. Asiens große Geschmackswelt, Choose 5 in Moabit, nahe U-Bahnhof Birkenstraße. Täglich geöffnet von 12 bis 23 Uhr. Parkplätze im Parkhaus nebenan. Alle Brathähnchen- und Entenfleischliebhaber mal herhören. Die neu eröffnete Rotisserie Barbecue Kitchen im S-Bahn-Bogen am Hackischen Markt dürfte genau nach eurem Geschmack sein. Stilechter Retro-Style und gemütlich lockere Küchenatmosphäre mit wohliger Wärme. Gesessen und gegessen wird an stabilen Holztischen mit Blick auf die rotierenden Grillspieße.
Alles dreht sich und bewegt sich an original französischen Rückflammgrills. Deutsche Freilandhühner aus bäuerlicher Haltung und beste Oldenburger Stoppelenten. Außerdem leckere Spare Ribs, saftiger Spießbraten und würzige Fleischspieße. Dazu diverse Beilagen und hausgemachte Soßen. Und ab 8 Personen und nur auf Vorbestellung wird auch ein knuspriges Spanferkel gegrillt. Ein geselliger Gaumenschmaus an langer Küchentafel. Barbecue Kitchen, das ist fein Fast Food zu günstigen Preisen. Ein halbes Brathähnchen für 5,90 Euro, eine halbe Ente für 9,50 Euro. Und alles auch im Außerhausverkauf. To sit and to go. Barbecue Kitchen, die außergewöhnlichste Rotisserie in ganz Berlin. Täglich geöffnet von 11 bis 24 Uhr. So, in unserer nächsten Episode geht es wieder einmal um die gute Küche Indiens. Diesmal probiert und für gut befunden in einem bekannten Restaurant der besseren indischen Art in West End, das aber nun auch einen Ableger in Zehlendorf eröffnet hat. Und um den soll es heute auch gehen. Gleiches Niveau, gleiche Atmosphäre und gleiche Erfolgsgeschichte. Der Inder des Monats, das Rasas in Berlin, Nicolas See. Namaste. Seit nunmehr 8 Jahren gehört das indische Restaurant Rasas in der Charlottenburger Bayernallee zum Besten, was bezüglich indischer Kreativ- und Traditionsküche im Berliner Nordwesten zu finden ist. Das Rasas ist somit eine kleine gastronomische Erfolgsgeschichte, die nun um ein neues Kapitel fortgeschrieben werden kann. Denn seit etwa einem halben Jahr gibt es auch eine Rasas Dependance. Die befindet sich etwas versteckt gelegen in der Waskenstraße in Berlin-Nicolassee und steht dem Stammhaus in West End bezüglich Ambiente, Stil und Qualität in nichts nach. Hier wie dort lädt eine große, sonnige Terrasse zum Draußensitzen ein, ohne Straßenlärm und Großstadthektik, ruhig gelegen und lauschig, mit Blick in einen kleinen Park. Apropos Park, Parkplatzsuche, das vorneweg, ist hier übrigens auch kein Problem. Das Rasas ist ein indisches Restaurant der besseren Art, eins mit Anspruch und hohen Qualitätsstandards. Und es ist ein sympathischer Familienbetrieb. Inhaber ist der gebürtige Inder Abdul Hamid Scheik, der vor 17 Jahren in Berlin als Rosenverkäufer begann und sich alsdann mit viel Fleiß und Zielstrebigkeit seinen Traum vom eigenen Restaurant erfüllt hat. Also jetzt sogar von 2 eigenen Restaurants. Zudem ist er ein stolzer zweifacher Vater. Ja, man darf das ruhig erwähnen, hat doch der leidenschaftliche Familienmensch in Berlin neben dem geschäftlichen nun auch sein privates Glück gefunden. Regelmäßig aber reist er auch in seine alte Heimat, um von dort neue kulinarische Inspirationen mitzubringen und das Credo in seinen Restaurants zu festigen. Also das ist die Qualität. Ich sag's, die ganze Gewürze kommt aus meiner Mamas Küche. Ich versuche das auch meistens einfliegen zu lassen. Wir holen das selber dann halt, wissen wir, was wir vorbereiten und bringen wir das hier und mischen wir das hier selber dann halt. Indisch läuft immer, ne? Muss nicht unbedingt indisch laufen, also das Qualität, wenn man richtig gut macht, läuft immer. Also wenn das Ambiente stimmt, das Atmosphäre, Ambiente, das Essen und das Bedienung. Wenn die alle 4 Sachen passen, dann läuft immer. Ja, es läuft und zwar immer besser. Aber es kommt dabei auf die richtige Mischung an. Und gemeint ist hier natürlich die richtige Gewürzmischung, genannt Masala, die aus 30 verschiedenen Zutaten in Indien traditionell von Hand hergestellt wird. Und das besorgt hauptsächlich die liebenswerte Mama von Herrn Scheik, die im indischen Nashik lebt, unweit von Mumbai, an diesen Tagen aber gemeinsam mit ihrem Mann in Berlin zu Besuch war. Und dann nutzt sie natürlich die Gelegenheit für einen Qualitätscheck beim Sohnemann und auch um den fleißigen Köchen ein paar wertvolle gewürztechnische Tipps zu geben. Geschmacksverstärker und vorgefertigte Soßen sind jedenfalls in den Rasas-Küchen verpönt. Man setzt vielmehr auf hausgemachte Gewürzmischungen, die ständig variieren. Und wenn wir schon in der Küche sind, lohnt sich auch ein kurzer Blick in den traditionellen Lehmofen, Tandoor genannt, in welchem die zarten und stundenlang marinierten Fleisch-, Gemüse- und Garnelenspieße gegart werden. Natürlich werden auch die frischen hausgemachten Brote im Tandoor gebacken.
Das Angebot so typischer Speisen wie Murg und Gosht, Biryani und Tikka, aber auch der beliebten Curries und vielen vegetarischen Gerichten umfasst eine repräsentative Vielfalt des indischen Subkontinents, dessen Küche ja aufgrund der vielen verschiedenen Regionalküchen zu den abwechslungsreichsten weltweit gehört. Der indophile Berichterstatter hatte an diesem Rasas-Abend das Vergnügen, mit Sarah V den Tisch und die gute Atmosphäre zu teilen. Und Sarah ist in der indischen Community in Berlin keine Unbekannte, gilt sie doch gemeinhin als die Königin des Bollywood-Tanzes. Neben regelmäßigen Auftritten und Tanzshows gibt sie auch Tanzunterricht und betreibt ein gut gehendes Geschäft für indische und orientalische Mode, Schmuck, Accessoires und Bollywood-Fashion. Natürlich kann sie die wahre indische Küche von einer vorgetäuschten unterscheiden und so bescheinigt sie dem Rasas absolute Authentizität. So auch dem guten Dutzend Vorspeisen, zu denen natürlich eine appetitliche gemischte Pakoras-Platte gehört, mit vielen leckeren frittierten Häppchen. Schmeckt besonders gut in Kombination mit ein paar ausgewählten Sößchen und Chutneys. Bei den Hauptgerichten ist die Auswahl noch größer und auch exotischer und deswegen vertrauten wir den Empfehlungen der freundlichen Chefkellner Malik und Mitu. Für die Bollywood-Diva ein saftiges Tandoori-Hähnchenbrustfilet mit feinen Gewürzen in einer sahnigen Tomatensauce. Großartig und könnte glatt ein Lieblingsgericht werden. Und für den Freund brutzelheißer Pfannengerichte ein klassisches und mittelscharfes Murg Tikka aus dem Lehmofen. Perfekt gewürzt und auf den Punkt gegart. Das Speisenangebot ist übrigens in beiden Rasas-Restaurants identisch und das Preisniveau auch. Suppen, Salat und andere Vorspeisen kosten zwischen 3,50 Euro und 8 Euro. Hauptspeisen, je nach Größe, Zutaten und Güte, von 10 bis 18 Euro. Dazu trinkt man entweder einen fruchtigen Cocktail oder ein frisches Mango-Lassi, einen würzigen Chai-Tee oder einen angenehmen indischen Weiß- oder Rotwein. Die Kameraleute kamen dann natürlich auch noch zu ihrem indischen Abendmahl und schöpften zartes Lamm- und Entenfleisch, Riesengarnelen und Rotbarschfilet aus vollen cremigen Kupferschüsseln. Dazu gab es duftenden Basmati-Reis und die eine und andere Geschichte aus der indischen Mythologie, erzählt von Mama und Papa aus Indien. Und schließlich, zu vorgerückter Stunde, völlig unverhofft, weil nicht geplant, also ganz spontan und improvisiert und ohne passende Showkostüm, zeigte Sarah noch, warum sie zu Recht den Titel trägt, The Queen of Bollywood Dance. So, und irgendwann, wenn alle Genüsse genossen, alle Klänge verklungen und alle Tänze getanzt sind, dann heißt es Abschied nehmen von dieser hübschen kleinen indischen Oase. Als Wegzehrung noch einen indischen Rotwein und im Doggybag der kulinarische Überfluss. Doch bald kommen wir zurück und lassen uns aufs Neue verzaubern von den Geheimnissen und Überraschungen der guten Küche Indiens hier im schönen neuen Rasas in der Waskenstraße in Berlin-Nikolassee. The Spirit of India im schönen Rasas. Täglich von 12 bis 24 Uhr mit preiswertem Mittagstisch und allen Werktagen sowohl in der Waskenstraße als auch in der Bayernallee in Westend. So, bevor wir hier über feine Torten und traditionelle Kaffeehauskultur sprechen, lassen wir zunächst einmal unseren Weinexperten Dirk Gieselmann zu Wort kommen. Diesmal referiert er über den Geist des Weines in einer neuen Folge seiner pointierten Weingedanken. Schön, dass ihr hier seid. Fangen wir mal grundsätzlich an. Ja, wie probiert man eigentlich einen Wein? Also klassisch ist in einem sauberen Glas ein sauberer Wein. Daher schaut man zuerst. Man guckt nicht, ob der Lippenstift von gestern dran ist. So, die Farbe. Junger Wein, helle Farbe, alter Wein, dunkle Farbe. Beim Rotwein ist es übrigens genau umgedreht. Wenn ich dann das gesehen habe und sehe, er ist so klar und hell, wie ich es erwarte, dann rieche ich. Was will ich? Ich will die Aromen.
alles, was sich im Wein eingebunden hat, was in der Flasche geschlafen hat, öffnet sich. Das reicht meine Zunge und der Gaumen gibt nachher die Antwort. Beim Weißen wie beim Roten? Beim Weißen wie beim Roten. Da sind zwar die Säuren anders und die Aromen, aber der Tenor des Probierens ist genau das Gleiche. Dann kommt der Probeschluck. Da gibt es wieder. Einer macht. Der andere macht. Und trinkt. Und der Kenner macht. Aber bitte nur beim Probeschluck, wenn man es den ganzen Abend macht, dann weiß man darf sich sagen, da hast du einen Spinner vor mir. Ja. Was zeichnet denn einen guten Wein aus? Jetzt sagen Sie bitte nicht der Preis. Wovon? Die liebe ich, Herr Werner, die liebe ich. Weil was ist guter Wein? Ja. Wenn ich jemanden treffe, der einen 4-5 Euro Wein entdeckt hat, ihn genießt mit seiner Frau, mit seiner Freundin, mit seinem Chef nach einem Ärger und er findet ihn in Ordnung, dann ist es ein guter Wein. Wenn man einen großen Wein nimmt, wie es mir auch schon passiert ist, für ein paar hundert Euro und er war nicht zufrieden mit dem 30 Jahre alten Bordeaux, dann war es für mich ein guter und siehe da, es wurde ein schlechter Wein. Die Gedanken. Aber der Winzer baut ja Philosophien ein. Ein guter Winzer, jeder kann Wein machen. Das können wir beide lernen. Da kriegen wir ein Buch, da kriegen wir die Technik und da können wir Wein machen. Ja. Nur schmeckt er. Mhm. Und da liegt der Geist des Weines drin. Und der Geist heißt manchmal so, wie der Winzer heißt. Da ist Liebe drin, da ist Arbeit drin, da ist Boden drin, Wetter drin. Da ist das offene Fuß des Winzers drin, der sagt, jetzt kommt der Regen, vorher ernten. Da sind so viele Feinheiten, die einen guten Winzer auszeichnen. Das ist wie ein Koch. Warm kriegen wir alle ein Gericht, aber das feine Fleisch, die feine Soße ist die Kunst. Und so ist das Weinmachen sehr kunstvoll und daher sind die Weinqualitäten und die Preise dann leider auch sehr verschieden. Ja. Aber die Techniken oder die Technologie spielt doch auch eine gewisse Rolle. Unbedingt. Wir können heute Winter, Frühjahr, Sommer vorspielen. Das heißt, wir haben früher bei einem warmen Herbst, was wir heute noch in den südlichen Ländern, warum schmeckte man Sizilien nicht? Warum hat Amerika so lange gedauert? Weil die konnten mit der Hitze nicht umgehen. Was haben wir heute? Wir haben Stahltanks, wir haben Wasserkühlung. Wir können dem Wein vorgaukeln, es wäre ein kühler Herbst, auch wenn er warm ist. Und so kann ich dem Wein Zeit geben zum Ausbau. Er braucht Zeit. Und die steuere ich heute über Technik. Früher war es das Wetter. War es zu heiß, dann hat in der Kiepe beim Ernten der Wein angefangen zu gären. Und so hat er auch geschmeckt. Also es muss nicht unbedingt jetzt ein Holzbarrique sein, was kann über die Jahrhunderte. Aber fangen wir doch mal damit an, solange der Reif, früher waren es Holzfässer. Heute nimmt man ja das Barrique eigentlich nur noch zum Lüften, Atmen, Reifen und Würzen. Ein Wein, der relativ wenig Säure hatte, liegt länger in einem Holzfass, weil er die Säure aus dem jungen Holz zieht. Ein Winzer hat wie ein Gewürzbrett junge Hölzer, alte Hölzer, ganz alte Hölzer. Kommt vom Stahl und bestimmt dann das Jungholz um die Würze. Man kann auch den Wein völlig übersäuern, völlig überbittern. Und dann hat man zu viel, dann denkst du beim Barriquewein, du beißt in ein Stück Holz. Wer will das? Und diese Kunst, die ist über Jahrzehnte weitergegeben und gelernt, die könnten wir beide nicht so schnell. Ja, geistvolle Weingedanken von unserem, ja man muss schon so sagen, von unserem kongenialen Weinphilosophen oder Weinkabarettisten, Dirk Gieselmann. So, ich sage es Ihnen, wenn Sie mal wieder Lust haben, stilvoll konditern zu gehen, wie man früher zu sagen pflegte, dann sind Sie hier wahrlich am richtigen Ort. Das Wiener Konditorei-Kaffeehaus im neu erbauten Truman Plaza an der Kleeallee in Dahlem ist die jüngste Filiale des traditionsreichsten Konditorei- und Kaffeehausunternehmens Otte in Berlin. Die Kaffeehaustradition der Familie Otte gibt es seit nunmehr 85 Jahren und seit 4 Generationen. Der jetzige Inhaber, Manfred Otte, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kaffeehauskultur in Berlin zu pflegen und die gute alte Tradition mit neuen Ideen zu verbinden. Neben den hauseigenen Konditoreiprodukten wie die verschiedensten Torten, Wiener Desserts, französische Patisserie, Petit Four, Gebäck- und Blechkuchen-Spezialitäten wird auch selbstproduziertes Konditoreneis aus der eigenen gläsernen Eismanufaktur angeboten. Und an warmen, sonnigen Tagen kann man auch wunderbar auf 2 schönen Terrassen konditern gehen. Täglich geöffnet von 8 bis 19.30 Uhr. So, und mit dieser zuckersüßen Empfehlung endet unser lukullisches Potpourri.
Wir sehen uns bald wieder, wenn Sie möchten, allerdings diesmal eine Woche später als sonst, und zwar am 1. Mai, denn ich muss mal für ein paar Tage nach Mannheim. Soll dort gute Restaurants geben und ich werde dann darüber Bericht erstatten. Also dann, ciao ihr Lieben, bis zum nächsten kulinarischen Turn. So, und jetzt endlich ein schönes Stück Torte und eine gute Tasse Kaffee, aber bitte mit Sahne. Musik